Das Rückenmark gehört zusammen mit dem Gehirn zum CNS, das heißt zum Zentralnervensystem im Menschen. Hier haben wir das Rückenmark bis hierhin, hier das Gehirn, zusammen das CNS. Das Rückenmark läuft geschützt im knöchernen Kanal der Wirbelsäule. Wir haben hier an dem Wirbel mit Wirbelkörper, Wirbelbogen und hier drinnen läuft das Rückenmark. Hier drinnen. Und das, was wir hier an der Seite sehen, das sind die Spinalnerven. Wir haben hier ein Modell des siebten Halswirbels, quergeschnitten mit Rückenmark. Das hier ist das Rückenmark und man sieht hier deutlich die schmetterlingsartige Schnittstruktur der grauen Substanz. Wir haben hier die Wurzelfasern und das, was hier zwischen den jeweiligen Wirbeln die Wirbelsäule verlässt, das hier, das ist der Spinalnerv. Wir haben hier nochmal ein vergrößertes Modell mit grauer und weißer Substanz, den Wurzelfasern, dem Spinalnerven. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Die graue Substanz kann man einteilen in ein motorisches Vorderhorn, ventral das motorische Vorderhorn, ein Seitenhorn vegetativ und ein Hinterhorn, das der Sensorik dient. Das motorische Vorderhorn ist efferent. Hier sitzen große Zellen, die Alpha-Motorneurone, deren lange Neuriten hier in die Peripherie hinausgehen und die Muskeln versorgen. Das Hinterhorn ist sensorisch. Hier werden Eingänge, das heißt Afferenzen, verarbeitet. Und embryonal ist ein Teil dieser Zellen nach außen gewandert und bildet hier das Spinalganglion. Diese Zellen haben einen sehr langen Dendriten, der in die Peripherie reicht. Die Informationen kommen hier rein, werden im Ganglion verarbeitet und das sind die Neuriten, die jetzt ins Hinterhorn hineingehen und dort verarbeitet werden. Die Zellen im Spinalganglion haben eine pseudo-unipolare Gestalt, sodass wir sagen können, die Wurzelfasern der hinteren und der vorderen Wurzel sind beides Axone. Wir haben hier die ganz langen Wurzelfasern, die efferent in die Peripherie gehen, in der Hinterwurzel die etwas kürzeren Wurzelfasern, die von den pseudo-unipolaren Ganglienzellen ins Hinterhorn gehen und dort weiterverarbeitet werden. Die Weiterverarbeitung sieht im Wesentlichen so aus, dass diese Informationen umgelenkt werden, entweder segmental auf die Alpha-Motorneurone im Rahmen eines Eigenreflexes oder als Kommissurenfasersystem auf die andere Seite oder als Assoziationsfasern auf die gleiche Seite. Die weiße Substanz des Rückenmarks kann man einteilen in die Hinterstränge und den Vorderseitenstrang. Hier laufen die großen Bahnen. Im Hinterstrang laufen die Bahnen der epikritischen Sensibilität, die unter anderem am Gyrus postzentralis enden und die es uns erlauben, Dinge zu tasten und bewusst wahrzunehmen. Im Vorderseitenstrang liegen die restlichen Bahnen, wie zum Beispiel die Pyramidenbahn, die Extrapyramidalbahn, die Kleinhirnbahn, alle ordentlich somatotop gegliedert. Sie enden entweder segmental im Rückenmark oder werden im Gehirn weiterverarbeitet. Schauen wir uns nochmal das Schicksal unserer Spinalnerven an. Der Spinalnerv setzt sich zusammen aus der motorischen Vorderwurzel, aus der Hinterwurzel mit dem Spinalganglion und er verlässt hier als Spinalnerv die knöcherne Wirbelsäule. Direkt nach dem Austritt aus der Wirbelsäule teilt er sich auf in fünf Äste. Einmal der Ramus ventralis, der nach vorne geht, für die Bauchmuskulatur, die Muskulatur der Extremitäten und für die entsprechenden Bauchhautsegmente. Einen Ramus dorsalis für die autochthone Rückenmuskulatur und die Rückenhaut. Einen Ramus meningeus, der rückläufig ist und die Rückenmarkshäute sensorisch versorgt. Und dann haben wir noch zwei kleine Nervchen, die die Verbindung zum vegetativen Nervensystem herstellen. Ein Ramus communicans griseus, ein Ramus communicans albus, die hier an die Grenzstrangganglien des Sympathikus anschließen. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an.
Wir haben hier ein Modell der Lendenwirbelsäule mit dem Plexus lumbosacralis. Vorne die Grenzstrangganglien des Sympathikus mit den zwei Verbindungsästen, der Ramus communicans gerisius, der Informationen vom Vegetativum ins CDNS führt, und der Ramus communicans albus, der Informationen vom CDNS ins Vegetativum weiterleitet. Und hier nochmal ganz deutlich die zwei Verbindungsästchen des Grenzstrangganglions an den Spinalnerven.